Das war eine der interessantesten Sportarten. Das war ein Turniersport. Hier sind wirklich große Turniere haben hier stattgefunden. Ich weiß nicht, ob die jetzt machen sie auch noch Turniere, aber die Stelle ist ein bisschen weniger en vogue. Wir haben das recherchiert einmal und wir sind darauf gekommen, dass es die älteste Tischtennishalle der Welt ist. 40 oder 50% unserer Stammkunden kommen schon seit 30, 40 Jahren. So eine sinnlose große Halle mit Stoffunterteilungen und sonst gar nichts, das ist, dann halt es dann auch ganz anders. Das ist die Atmosphäre, hier ist gut auch da, so dieser Eingangsbereich mit dem Herrn, der da immer an der Kasse sitzt, so oft man herkommt. Das sind da immer dieselben Leute. Und die Frau Polena gibt es auch noch. Hm? Und das ist auch meines Wissens noch einer der ganz wenigen Tischtennis-Sporthallen, wo man nicht irgendeiner Vereinszugehörigkeit pflegen muss. Sondern da mietet man sich einfach einen Tisch, kommt her, spielt und geht wieder. Ne? Wir spielen immer an unterschiedlichen Tischen. Wir haben ja schon vorne gespielt, direkt beim Abgang. Aber der Tisch ist halt wunderbar, weil A ist halt wieder der flacheste, kommt man vor, und auf der anderen Seite abgeschieden ist halt in so einem Fall auch immer wieder super, weil da kann man seine Emotionen freien Lauf lassen, so ungefähr ist das. Da ist man ganz abgeschottet, da kann man die Tür zumachen, da ist man für sich alleine, wenn einem das stört, dass jemand zuschaut. Ne? Also es gibt große Tische mit mehr Platz, Tische mit weniger Platz. Und also was grandios ist, wenn man den Trainern zuschaut. Das macht immer Spaß, wenn sie da mit ihren 400 Bällen im Hosensack und überall da dahergreifen und Schläge machen, wo man drüben steht und sich denkt, okay, und der hat den gleichen Schlag, den ich zweimal zusammenbringe, 19 Mal in Folge gemacht. Ja. Das ist mehr ein fast ein gesellschaftliches Ereignis. Also ich mag die Halle so weiterführen, wie sie da steht, weil ich dieses alte Flair auch miterlebt habe und ich möchte es gerne im Sinne von meinen Eltern, mein Vater ist leider verstorben mit 66, in diesem Sinne weiterführen, weil meine Eltern haben diese Halle sehr geliebt und ich versuche diesen ganzen Charme und diese ganze soziale Kompetenz, die auch hier ist, ein bisschen hier auch zu halten und zu bewahren. Man fühlt sich einfach wohl, weil es erinnert einem an die Jugendzeit im Prinzip. Es war so, es ist so und man kommt gern wieder hin.